Hallo, liebe Deutschlernende. Es ist Herbst. Es ist Herbst. Die Bäume verlieren ihre Blätter. Ja, seht ihr das hier? Wie die Blätter alle braun werden und dann runterfallen. Ja, also hier sieht man schon ganz viele Blätter, die runtergefallen sind. Und ich denke, der Herbst ist eine schöne Zeit. Es sieht immer sehr hübsch aus, ja, wie die Bäume nach und nach ihre Blätter verlieren oder auch wie sie denn rot sind, ja. Sie hier zum Beispiel, da, ja, hier. Ja, der Baum wird rot und ich denke, das sieht immer sehr, sehr schön aus. Ja, das ist immer sehr, sieht immer sehr schön aus, der Herbst. Ne? Und was wir früher gemacht haben, ja, als ich Kind war, da haben wir auch ganz viele Kastanien gesammelt. Ja, das ist eine Kastanie, die habe ich aus Prag mitgenommen. Ja, eine Kastanie aus Prag. Und als Kind haben wir immer ganz viele Kastanien gesammelt und mit denen gebastelt. Ja? Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich Streichhölzer in die Kastanie gesteckt habe, um ein Tierchen zu basteln oder so. Ja? Aber viele, viele Kastanien haben wir früher gesammelt und das hat sehr viel Spaß gemacht, ja. Und man kann sehr viel aus den Kastanien basteln. Ja, das ist der Herbst. Der Herbst ist da. Es wird immer kälter. Das Jahr endet sich, das Jahr nähert sich mehr und mehr dem Ende. Und es ist schön. Der Herbst ist schön. Und ihr habt jetzt ein weiteres Wort hoffentlich gelernt. Der Herbst. Die anderen Jahreszeiten heißen Winter, Sommer und Frühling. Ja? Winter, Sommer, Frühling, Herbst. Und jetzt ist Herbst. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Tschüss.